Also wir gehen jetzt mal wirklich zum Schützen über. Wir gehen jetzt sozusagen mal in den Archetyp über, der nicht nur die Frage beantworten will, warum es Vanille besser als Erdbeeren, sondern was ist der Sinn des Lebens. Ne? Kluge Menschen sagen manchmal, der Sinn des Lebens ist das Leben. Und alles, was über den Sinn des Lebens geschrieben wurde, ist sinnlos. Ist Unsinn. Unsinn. Weil was für jemanden sinnvoll ist, was für jemanden Sinn macht, muss jeder selbst wissen. Es gibt nicht den Sinn des Lebens. Wenn es einen Sinn gibt, dann gibt es den immer nur für jeden Einzelnen. Das wäre Oton Schütze. Also was anderes kann der nicht sagen. Aber immerhin kann der sowas sagen. Der kann sagen, es ist bei jedem anders. Was er allerdings noch nicht weiß, und das finde ich, ist eine extrem wichtige Erkenntnis. Die aber nicht aus dem Schützen geboren wird, sondern aus Steinbock, Wassermann und Fische. Ich muss dem aber vorgreifen, um jetzt hier etwas zu beschreiben, was den Schützen nicht ausmacht. Was der Schütze nicht weiß, ist, dass in Wirklichkeit das Leben keinen Sinn ergeben muss. In der Vorstellung, aus dem Skorpion kommt, würde der Skorpion sagen, wie bitte? Meine Vorstellungen haben alle einen Sinn, und zwar diesen und jenen und jenen und diesen und was weiß ich. Da würde Steinbock, Wassermann, Fische sagen, das ist richtig so. Aber selbst, lieber Skorpion, bei deinem Nachfolger, dem Schützen, der nach dem Sinn sucht und sein ganzes Leben lang sucht, und solange er sucht, garantieren wir dir, dass er nichts finden wird, weil er sucht nach etwas, was nicht zu finden ist. Denn wir, Steinbock, Wassermann, Fische, kommen noch. Und wir, Steinbock, Wassermann, Fische, sind die Wirklichkeit, nicht die Vorstellung. Die Wirklichkeit muss keinen Sinn ergeben. Wir, Steinbock, Wassermann, Fische, uns ist es fremd, einen Sinn zu ergeben. Wir sind wir. Die Wirklichkeit ist die Wirklichkeit. Aus deiner, lieber Skorpion, aus deiner, lieber Schütze, aus dieser eurer Sicht auf die Welt, muss die Welt einen Sinn ergeben, sonst seid ihr nicht zufrieden. Vor allen Dingen der Schütze. Guck mal, wie der sucht. Der sucht, der sucht, der sucht nach dem Sinn des Lebens. Der sucht den Heiligen Gral. Die letzte Erkenntnis. Aber in eurer Vorstellung, eure Vorstellungen müssen einen Sinn ergeben, aber die Wirklichkeit nicht. Sehr heftig, ne? Für den Schützen. Natürlich. Weil er die Lektion lernt, dass, obwohl er das eigentlich glaubte, ich meine es genau wörtlich, so wie ich sage, obwohl er das eigentlich glaubte, dass bei ihm der Tigress sein ist. Und er die höchst entwickelte Stufe, ja, des Menschlichen, des Göttlichen, des überhaupt ist. Weil das, was nach ihm kommt, Steinbock, Wassermann, Fischer, wir nennen das auch den vierten Quadranten, das ist die Wirklichkeit. Das ist weder die Realität, also das Körperliche auch, das ist auch nicht das Seelische. Das ist auch nicht die Vorstellung, deine und meine. Das ist die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist mit der Vorstellung in der Regel, oder sagen wir mal grundsätzlich, nicht kompatibel. Deshalb widerfährt es dem Menschen oft, dass er sich irrt. Weil der Zustand des Irrtums bedeutet nichts weiter, als dass die Vorstellung zusammengebrochen ist und durch die Wirklichkeit das ist.
Das nennt man Irrtum. Irren ist menschlich. Und das, was sich dann ergibt, wenn jemand mit der Wirklichkeit in seinem Leben konfrontiert wird, dann sagt er gerne, oh, das macht doch jetzt gar keinen Sinn, wie konnte denn das passieren? Also ich würde mal, wenn ich jetzt selber als kleines Menschlein dem Schützen einen Rat geben dürfte, dann würde ich zu ihm sagen, lieber Schütze, ich weiß, deine innerste Natur ist Suchen. Suchen nach dem Sinn. Und nicht aufzuhören zu suchen, schon so fanatisch, wie es ja vor dir der Skorpion war, bis du den Sinn gefunden hast. Aber lieber Schütze, stell dir mal vor, es gäbe keinen Sinn, in dem Sinne, wie du ihn suchst. Wäre es dann nicht besser, nicht mehr zu suchen? Je nachdem, wie weit der Schütze ist, würde er jetzt sagen, ja, verstehe ich. Oder, wie, das macht doch keinen Sinn. Keine Ahnung. Fakt ist aber, dass ich aus der astrologischen Erfahrung weiß, dass wenn Steinbock, Wassermann, Fische, sprich Saturn, Uranus und Neptun ins Spiel kommen, dass Dinge ins Spiel kommen, die aus der Sicht unserer Vorstellung keinen Sinn mehr machen. Was also nichts anderes heißt, als dass hier dann plötzlich die großen Tragödien entstehen. Weil sie vermeintlich ein Geschehen hervorbringen, das keinen Sinn macht. Wie konnte das denn? Wie kann? Das macht doch keinen Sinn, dass ein Mensch wie Gandhi erschossen wird, wo er doch genau das Gegenteil und so weiter. Gut, das kann man alles, wie gesagt, schon leicht erklären auf einer anderen Ebene. Aber da würde man auch sagen, das ist sowas von sinnlos. Also wenn wir jetzt mal auf den Quadranten, auf den vierten Quadranten, auf Steinbock, Wassermann, Fische oder auf die Planeten Saturn, Uranus, Neptun übertragen, dann verabschiedet euch von dem Gedanken, von der Vorstellung, dass diese Planeten in Kombination mit allen anderen, also die Saturn, Uranus, Neptun Konstellationen, aus unserer vorstellungsgebundenen Sicht, die wir alle irgendwie logischerweise haben, auch keinen Sinn ergeben dürfen. Das ist ein merkwürdiges Terrain, in dem man sich befindet. Der Verstand, die Vorstellungskraft, die ständig nach dem Sinn sucht, ein guter Bekannter von mir, ja, extrem stark NLP verseucht auch, schon. Der sagte im zweiten Satz, wenn man so mit ihm ein bisschen hier oben spricht, oh ja, das macht Sinn. Ja, extrem starke Schützebetonung, Skorpion-Schützebetonung, extrem stark, ja, das macht Sinn. Und wenn er meint, macht keinen Sinn mehr, hört er gar nicht mehr zu. Verabschiedet euch bei Saturn, Uranus und Neptun von dem Wunsch, etwas im Sinne von sinnvoll verstehen zu können. Wenn ihr daran festhaltet, werdet ihr diese interne Hürde, die Saturn, Uranus und Neptun-Konstellationen in sich tragen, nur allein durch die Beteiligung von einem dieser drei Planeten, werdet ihr diese Hürde nicht überwinden können. Denn das ist wieder so eine Schranke, die verhindert, dass ihr ein tieferes Verständnis von der Konstellation bekommt. Ich weiß genau, wovon ich rede. Und ich weiß, was es wahr ist, was ich sage. Das ist so. Man kann natürlich Saturn, Uranus, Neptun und Konstellation bis zu einem gewissen Punkt immer verstehen, solange wie man meint, oh, das macht doch mal Sinn. Ne? Aber es gibt, und das sind die eigentlich entscheidenden Inhalte von solchen Konstellationen, die machen erstmal keinen Sinn. Sie sind sozusagen nicht einleuchtend oder plausibel oder folgen nicht irgendwie einer ungebrochenen Argumentationskette oder irgendwie so ein Zeug. Ja? Das ist alles Verstandeskram. Da gibt es in diesen Konstellationen von Saturn oder so einen Neptun, wenn man Konstellationen als Landschaften sieht, da gibt es Landstriche, die sind nicht auf der Karte verzeichnet. Die entziehen sich so einer Reproduktion, dass man da immer wieder hin kann, weil man sie auf der Karte hat. Also auch da waren wir, weil das Jahr war man nicht wieder hin.
hört sich jetzt alles vielleicht ein bisschen kryptisch an, was ich so sage, aber es ist so. Konstellation, um es jetzt auf der anderen Seite zu sagen, wo der Jupiter mit dabei ist. Ja. Ist egal jetzt was, Mond, Jupiter, Sonne, Jupiter, Merkur, Mars, ist völlig wurscht. Selbst wenn es Jupiter in Verbindung meinetwegen mit Saturn, Uranus oder Neptun ist, sind ja auch Konstellationen. Da ist immer dieser enorme Wunsch dabei, dass die Dinger einen Sinn machen. Und Fakt ist natürlich, dass wenn der mit Saturn, Uranus und Neptun zusammen, dass er letztlich immer den Kürzeren zieht. Der Jupiter. Weil die drei ihm sagen, ey, wenn du was finden willst, hör auf zu suchen. Dann findest du was. Nicht das, was du willst, aber dann findest du was. Sonst, mit uns dreien hier, findest du nichts. Du suchst dein Leben lang. Und dann wirst du, um es jetzt mal wieder sehr diesseitig zu sagen, wirst du in Melancholie und Weltschmerz sterben. Und sagen, ich habe es nicht geschafft. Aber da sind wir noch nicht. Der Schütze sucht. Er sucht. Und was er letztlich sucht, ist nichts anderes als ein Sinn für das, was er bisher erlebt hat. Gut, jetzt machen wir es mal so. Jetzt tun wir mal so, und das ist nicht von irgendwo weit hergeholt oder ist auch nicht böse gemeint. Jetzt tun wir mal so, weil in Wirklichkeit ist es leider auch oft so, dass der Skorpion, der vor dem Schützen liegt, die Hölle ist. Die Finsternis. Wenn ein Mensch da durchgekommen ist, egal wie diese Hölle oder Finsternis aussah, dann ist er froh, ein Überlebender zu sein. Schütze. Schütze ist ein Überlebender. Und wenn er sich dann irgendwie im Leben wieder eingefunden hat, wird er sich fragen, was war das denn? Welchen Sinn hatte das, dass ich so gelitten habe? Woran auch immer. Es gibt Milliarden von Möglichkeiten, woran Menschen leiden und wo sie sagen, ich bin hier durch die Welle gegangen. Das kann eine Ehe sein, ja. Das kann ein Konzentrationslager sein. Das versteht er, das ist ganz egal. Oder das kann der nächste Steuerbescheid sein. Es gibt Menschen, die daran auch zugrunde gehen. Also ich mache mich nicht lustig. Ja. Ich meine, jeder hat da seine eigenen Höllen. So, wenn man das überlebt hat, und Schütze ist ein Überlebender. Deshalb ist der Optimismus, den man ihm immer unterstellt, ein Zweckoptimismus. Ne? Der sagt also, jetzt haue ich jetzt mal drauf und ich übertreibe jetzt. Ne? So, dann fragt er sich natürlich irgendwann, was war der Sinn dieses Leidens? Im Grunde genommen fragt der Schütze nach dem Sinn des Leidens. Dass er in irgendeiner Weise im Skorpion kennengelernt hat. Es ist nicht tendenziell gemeint, es ist nicht einseitig zu verstehen, Skorpion ist die Finsternis. Da brennt kein Licht. Und wenn im Tierkreis das Ende des Skorpions erreicht ist, dann sieht man am Ende des dunklen Tunnels ein Lichtlein. Und das ist dann aber schon der Schütze. Schützebetonte Menschen mögen übrigens gedämpftes Licht, Kerzenlicht und so. Würdest du das Bild teilen, dass man den Jupiter sehr oft den griechischen Zentaur unterstellt, der von Herakles auf den giftigen Pfeil irrtümlich getroffen wird? Genau, dieses Bild, also kennt ihr die Geschichte von dem Chiron oder Zentaur nicht? Der eigentlich dem Herakles helfen will, bei der Jagd nach dem erymantischen Eber, so unser Monster. Und der macht dann, also der Chiron, Zentaur entwickelt dann so ein Gift, schmiert dann die Pfeile ein, Schütze. Und gibt auch dem Herakles einige von den Pfeilen. Der Herakles hört irgendwas im Gebüsch rascheln und schießt da rein, weil er denkt, da ist dieses Monster. Dabei ist es aber der
Chiron. Und der Chiron war also verwundet von einem Gift, was er selber hergestellt hat. Und weil der Chiron mythologisch gesehen eine Figur halb Mensch, halb Gott ist. Oder halb Mensch, halb Tier, je nachdem, wie man es sehen will. Das ist ja diese Pferdegestalt mit dem menschlichen. Ne? Also wenn man das jetzt mal auf überträgt, auf er ist halb Mensch, halb Gott. Weil er Mensch ist, kann er leiden. Weil er Gott ist, kann er nicht sterben. Das heißt, er leidet unendlich. Und an der Geschichte könnte man sagen, der Schütze leidet an seiner unendlichen Suche, die nie zum Erfolg führt. Nicht führen kann, weil bei ihm der Tierkreis nicht zu Ende ist. Wäre das der Fall, würde er etwas finden. Andererseits ist es aber so, einerseits sucht der Schütze, der dem Zwilling gegenüber liegt. Schütze ist deshalb auch gegenüberliegend, hat zwei Seelen in seiner Brust. Sucht er nicht nur nach dem Sinn, wenn er zurückguckt zum Skorpion. Er sucht nicht nur nach dem Sinn des Leidens, sondern er guckt auch rein in den vierten Quadranten, zum Steinbock schon, in so eine ganz andere metaphysische Welt und fragt sich, weil er ja so toll suchen kann, was ist das denn? Das ist aber interessant. Keine Ahnung, was das ist, aber da muss ich auch mal suchen. Und dann, da ist dann so was wie so eine kleine Klappe, wo die Katze durch kann. Ja, da krabbelt der dann durch im vierten Quadranten. Da steht aber gleich der Saturn hier. Und sie dachte, naja, auf dich habe ich hier gewartet. Ich kleine Schütze auch so. Und weil der Saturn natürlich genau weiß, also Steinbock kommt ja nach Schütze, deshalb Saturn, was der Kleine da jetzt will, sagt Saturn so ganz sprachlich verständlich für den Schützen, was suchst du denn hier? Und dann kommt natürlich der Spruch, naja, nach dem Sinn, was macht ihr denn hier? Und dann müsste der Saturn, wenn er jetzt also keine Zeit groß hat, würde er sagen, hier gibt es keinen Sinn, tschüss. Jetzt kann man sich vorstellen, dass der Schütze trotzdem weiterkrabbelt, weil er es gar nicht glauben kann, dass es keinen Sinn gibt. Oder er sagt sich, oh, das war aber eine heftige Lektion, dann werde ich ja mal zurück wieder krabbeln durch meine Klappe da und mal runtergehen und auch zum Skorpion gehen und sagen, du, es gibt auch einen Bereich, der keinen Sinn macht. Und wo, so wie bei dir, lieber Skorpion, es nur darum geht, dass das, was du willst, durchgedrückt wird, das funktioniert dann nicht. Der Skorpion würde das möglicherweise jetzt nicht glauben, aber es könnte sein, dass der Schütze so eine Lektion lernt. Aber das hängt jetzt natürlich in jedem einzelnen Fall vom Lebensverlauf ab. Ob man da jetzt sinnlos weitersucht nach etwas, was nie zu finden ist, oder ob man sagt, okay, ich werde jetzt als kleines Menschlein, das bisher die Vorstellung hatte, dass die Dinge einen Sinn ergeben sollen, mein ganzes Leben einen Sinn ergeben soll, ich werde jetzt aufhören zu suchen. Ich werde also keiner Lehre mehr folgen, die verspricht, dass ich, wenn ich ihr folge, einen Sinn im Leben finde. Ich werde keinen Lehrer mehr folgen. Ich werde einfach nur noch Verantwortung für mich selbst tragen. Und damit ist es schon Steinbock. Damit ist es schon Saturn. Wenn der Schütze sowas sagt, ist er schon Saturn, ist er schon Steinbock. Das ist Verantwortung im eigentlichen Sinne. Saturn ist Verantwortung für sich selbst. Und nicht Verantwortung, die man irgendjemand anders auferlegt und sagt, du, wenn ich dir nachlaufe, zeigst du mir dann, welchen Sinn die Dinge haben. Da gibt es natürlich jede Menge Leute, die sagen, ja klar, zeige ich dir, das musst du nur schön hinterherlaufen. Aber damit ist dann beim Saturn, beim Steinbock, da ist ein für alle Mal Schluss. Und das bedeutet auch, dass von dem sehr, 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 sehr wichtigen Übergang von Schütze zu Steinbock, das ist vielleicht der wichtigste Übergang zwischen zwei Archetypen, die es im Tierkreis gibt, aus meiner Sicht, dass an dieser Stelle die menschliche Suche nach einem Sinn endet und endlich der Weg frei wird zu was Höherem. Zu was?
zu etwas Höherem. Denn dieser Weg zu etwas Höherem ist versperrt, wenn man nach dem Sinn sucht. So könnte man das versuchen, in Worte zu kriegen. Der Buddha hat nie zu irgendjemand gesagt, folgt mir. Da sind ihm zwar viele hinterhergelaufen, aber er hat nie gesagt, folgt mir. Manche wissen es ja, mein Lieblingsbuch Siddhartha von Hessen. Da lässt er den Buddha sagen, das Ziel meiner Lehre ist nicht, die Welt für Wissbegierige zu erklären, sondern das Leid zu lindern. Das Leid zu lindern. Und wie viele Menschen leiden daran, dass sie einen Sinn nicht finden? Da kann man toll dran bleiben. Da kann man dran zugrunde gehen.